Hey, da liegt einer. Peter, Vorsicht! Nur zu, Jesse. Mach dein Pipi und Pupsi. Danach wird Jesse sich gut fühlen. Leck mich. Vielleicht kommt er runter, wenn wir ihn ärgern. Dann fangen wir ihn und schnappen uns den Finger. Hey Vogel, deine Vogelkacke ist weiß und grün. Du bist die größte Lachnummer im Kacke-Universum. Oh ja, ich wusste, damit kriege ich dich dran. Oh, du verdammtes Dreckschwein. Ja, komm her, hör auf rumzupicken. Ach, danke, Joe. Jubeln wir ihm ein Messer unter, nur zur Sicherheit. Ah, gut mitgedacht. Ja, ich weiß, wie diese Sachen laufen. Schönen guten Tag, wir wollten uns heute Morgen zum Brunch treffen. Oh ja, tut mir leid, es war gestern spät. Ach, spät war's, ja? Wie heißt sie denn, Brian? Was soll diese Frage? Och, erspar mir das Theater, ich erkenne die Zeichen. Die Ausreden, warum wir uns nicht mehr treffen, du trägst das Halsband verkehrt rum. Wenn ich nicht merken würde, was hier abläuft, wäre ich so beschränkt wie die Altersheiminsassen, die ich jeden Donnerstag unterhalte. Da steht ein Zwerg auf einem Berg tief im Wald. Da steht ein Zwerg auf einem Berg tief im Wald. Da steht ein Zwerg, da steht ein Zwerg. Da steht ein Zwerg auf einem Berg tief im Wald. Ohoho, alles klar, jetzt wird die Sache hier ein bisschen schneller. Und wisst ihr was? Ich glaube, da gibt es noch was ganz anderes tief im Wald. Etwas, das euch bekannt vorkommen wird. Da steckt ein Schlauch in dem Hals von dem tattrigen Greis, in dem Krankenhausbett, auf dem Floh, auf dem Po, von dem Zwerg, auf dem Berg tief im Wald. Da steckt ein Schlauch in dem Hals von dem tattrigen Greis, in dem Krankenhausbett, auf dem Floh, auf dem Po, von dem Zwerg, auf dem Berg tief im Wald. Da steht ein Zwerg, da steht ein Zwerg, da steht ein Zwerg auf dem Berg tief im Wald. Oh, wow, was ist denn das? Ne Geburtstagstorte für Mr. Cohen von dem Floh auf dem Po von dem Zwerg auf dem Berg tief im Wald. Ne Geburtstagstorte für Mr. Cohen von dem Zwerg auf dem Berg tief im Wald. Ruf die Schwester, da steht ein Zwerg, da steht ein Zwerg, da steht ein Zwerg auf dem Berg tief im Wald. Ich finde es wundervoll, dass du eine junge Dame gefunden hast, die sich auf dein Niveau herablässt. Wann darf ich sie kennenlernen? Nein, nein, vergiss es. Oh, alles klar, verstehe. Sie ist eine Ätzkröte. Sie ist nicht ätzend. Oh, darf ich was fragen? Gilt bei ihr der Mondscheintarif? Was soll das schon wieder bedeuten? Soll ich dir erklären, warum bei ihr der Mondscheintarif gilt? Wenn's sein muss. Weil deine neue Braut hässlich wie die Nacht ist. Sie ist hässlich! Sie ist hässlich! H-E-S-S-L-I-C-H wie die Nacht. Sie ist hässlich! Leck mich doch. M wie mega hässlich. U wie ultra hässlich. Brian's Kuh und raus bist du! Trinken wir darauf, dass Peter seine Finger wieder hat. Danke, Joe. Oh Mann, das letzte Mal ging's mir so gut, dass ich das neue Versteck für meine Pornos eingerichtet hab. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Schatz. Hey, Greg. Guten Tag, Mr. Griffin. Ist Mrs. Griffin aus dem Haus? Shoppen. Ah. Oh, die ist scharf. So, letzte Runde, Jungs. Ich sperr gleich.